Heute, ne, 4. Roadshow-Termin, Nürburgring, Grüne Hölle, Performance Days. Ja, wir sind wieder mit unserem Promotion-Truck vor Ort, stellen den Boulevard aus, haben jede Menge nette Fahrzeuge wieder im Gepäck. Da werden wir Demofahrten organisieren und ja, kleine Taxifahrten anbieten. Rüdiger ist in dem Challenger eine Runde gefahren, bin mitgefahren. War schon beeindruckend, war geil. An dem Wagen selber, an dem Challenger, haben wir ein leistungsverstellbares Fahrwerk eingebaut und auch Stabis. Und die haben dem Auto richtig gut getan. Also ohne hätten wir heute sicherlich nicht so schnell fahren können. Sahnestückchen hier, Nissan Skyline GT-R. Das Fahrzeug hat wohl ja, weit über 600 PS. Performance Days, ich sage mal, da ist der Name Programm. Das Ganze mehr performance-lastig, sprich leistungsstarke Fahrzeuge auf der Strecke bewegen. Leistung haben die Fahrzeuge, nur wenn der Reifen nicht funktioniert, gibt es keine guten Rundenzeiten. Hier auf der Nordschleife bietet sich eigentlich an, auf klassische Sportreifen zurückzugreifen. Wir bieten hier den Semi-Slick Proxxis R888 an. Rahmenprogramm, Viertelmeile-Rennen. Show. Also ist ein Erlebnis, wirklich, sowas habe ich schon erlebt. Ich fahre ja auch Motorrad, aber nee. Geht ein bisschen in die Magengrube, aber es war echt toll. Ja, das sind Kräfte, die auf einen wirken, die man so eben beim Motorradfahren oder normalen Autofahren eben überhaupt nicht zu spüren bekommt. Ne? Also ich denke mal, es ist fast schon wie ein Düsenjet fliegen.
und eine entsprechende Ausstellung auch im Boulevard. Es ist einfach wichtig, mittendrin zu sein und mit den Leuten zu sprechen, wo der Trend hingeht, was man entwickeln kann, und wollte ich nicht missen, die Tour. Überhaupt nicht.